Haben wir das mit dem Belauschen nicht ganz hinbekommen. Ich hoffe mal, dass wir es diesmal hinkriegen. War verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoff. Boah. Zu viel Aufmerksamkeit erregen. Ah, das gibt's doch nicht. Also so wie in der letzten Folge fängt's auch schon hier an. Ah, das muss doch irgendwann mal klappen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch unmöglich. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Oh, vielleicht sollten wir... spring doch! Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Oh, da ist so viel Sperrgebiet. Wie soll ich denn da... Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Okay. Das ist gar nicht so einfach jetzt hier. Gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Das ist gar nicht so einfach. Ich frage mich, wo James the Kid ist, weil die turnt ja mit uns hier mit rum. Ach, hier. Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres? Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Ah. Boah, Gott sei Dank. Das hätten wir. Es ist so weit. Nein. Nicht, bis wir den Weisen sehen. Den Weisen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Okay, also wurden wir doch entdeckt. Also der Weise ist halt... ist doch relativ schlau. Gar nicht so... Du hast es versaut, Kenway! Für die gute Sache! Wow. Das war natürlich jetzt ein Fail. Wie schlage ich denn nochmal... Was mache ich denn hier? Ach komm! Das ist doch jetzt ein... Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ach komm. Das ist doch jetzt lächerlich. Irgendwie kämpft er nicht richtig. Der liebe Edward. Edward hat irgendwie geschlafen, glaube ich. Er hat's nicht versaut. Warum liegen denn hier Bomben? Aua! Du
Es ist vorbei, so. Mann. Ich hol mir diesen Prinz. Kit, nein! Oh nein! Sollen wir Kit fangen? Kim, halt! Sie wird alles ruinieren! Diesmal oh nein! Oh mein Gott! Sie wird alles ruinieren! Ah! Komm schon, Mann! Lass uns das gemeinsam machen! Oh! Oh. Du hast nicht, Kit! Edward, was machst du da? Edward! Warte! Edward, was machst du da? Jim, oh Gott! Okay, so geht's auch. Hier ist ein Mörder! Hilfe! Waffen! Waffen zu mir! Hua! Aua, aua, aua! Aua! Wow. Wow. Ach komm, das ist jetzt ein Scherz, oder? Wow. Du darfst diese Männer nicht töten, Kit. Nicht, bis ich den Weisen habe. Ich habe das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Ja, die Mission haben wir beendet. 80% haben wir davon abgeschlossen. Ja gut, Kit ist etwas enttäuscht von uns, aber okay, Edward hat ja ein Ziel vor Augen. Jetzt weiß ich auch, warum die... Ich glaube, ich weiß, warum die Englisch sprechen. Wir sind ja auch in Kingston. Und, ja. Hui, das war aber mal eine spannende Mission. Ich wäre zweimal fast gestorben. Ist denn hier so ein Einkaufs... So ein Laden oder was ist das hier für ein Symbol? Wahrscheinlich, ne? Kann man doch bestimmt kaufen, ne? Gerüstung oder sowas, ne? Aber ich würde sagen, wir haben ein bisschen Geld und da können wir mal ein wenig shoppen gehen. Weil wir haben ja seit Anfang der Folgen von den Let's Plays nicht einmal wieder was Neues gekauft. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. So. Das ist aber teuer. Da ist aber sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Ich glaube, ich weiß, warum ich nichts gekauft habe. Obwohl, das könnte mich schon reizen, das Schwert. Was haben wir denn noch an Pistolensets? Ah, Pistolen nutze ich auch so gut wie gar nicht. Fracht verkaufen. Okay, wir können ja Fracht verkaufen. Ja, wollen wir mal alles verkaufen. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen... Bisschen real. Und. Ahnung, was diese Fracht wird für Upgrade von Jig. Achso, okay, dann lassen wir das mal. Metall haben wir nicht so viel. Holz haben wir auch nicht so viel. Aber wir haben jetzt insgesamt 10.000. Ich würde sagen, da kann ich. Hallo, ich will nochmal kaufen. Ich würde doch dann gerne dieses Schwert kaufen. Und zwar. Espada Ancha, werde ich mal kaufen. Ich glaube, das ist zum Kämpfen auch wahrscheinlich ein bisschen besser. Haben immer noch 5.896 Geld real. Haben wir das denn jetzt ausgerüstet oder? Ich glaube, das kann ich draußen machen, ne? Gehen wir mal raus. Und schauen dann mal. Ah, okay. Und da kann ich dann das wählen, okay.
Gut, dann machen wir es mal so. Und dann bewegen wir uns mal auf den Weg zur nächsten Mission. Gucken wir mal, dass das Schwert vielleicht ein bisschen besser ist. Wenn wir das nächste Mal kämpfen, werden wir dann sehen. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich seine Lebensenergie aufbessern? Wahrscheinlich. Nein, durch die Ausrüstung. Durch die Ausrüstung für Edward wahrscheinlich. Ich guck mal eben, was hier ist. Ach, das ist fürs Schiff, ne? Ja. Aber da ist nochmal ein Laden, da kann ich nochmal schauen gehen. Gemischtwarenladen. Hallo. Bringt mir das denn was? Kunstgegenstände, Fracht verkaufen, Jagdbeute verkaufen. Haben wir den Jagdbeute eigentlich noch irgendwie? Ein Knochen, wow, 50 Real. Naja, verkaufen wir mal. 200. Aber wir können irgendwie, ich weiß, man kann... Herstellung, glaube ich, war es gewesen, oder? Inventar. Ja, Gesundheits... Okay, was brauchen wir denn da? Hirschpelz. Ah, okay, Hirschpelz 2. Oder Jaguarpelz. Da müssen wir mal jagen gehen, weil ich glaube, so ein Gesundheitsupgrade wäre gar nicht mal so schlecht, weil es wird schon relativ schwer. Wir brauchen auf jeden Fall Hirschpelz. Dann müssen wir mal auf die Karte gucken. Und müssen mal gucken, wo wir überhaupt jagen können, um Hirschpelz zu finden. Das ist jetzt eine gute Frage. Haben wir denn hier die Legende L2? Wo haben wir denn die Hirsche? Wo finden wir die denn? Da haben wir doch was. Da sind die Tiere, Jagd. Wo haben wir denn stehen, den Hirsch? Hirsch, Wildschwein, große, weißer Haibuckelwald, Kaninchen, weißer Ei, roter, ja, Krokodil. Leguan, Rotwild, da, Rotwild. Die Frage ist, wo haben wir dieses Rotwild? Haha. Hier ist es nicht. Ist vielleicht irgendwo in... Nee, hier haben wir auch nichts, oder? Nein, hier ist... Was haben wir da? Ocelot. Ich glaube, das war die Insel, wo wir ganz am Anfang mal jagen waren, um es auszuprobieren. Wo sind wir denn jetzt gerade eigentlich? Hier unten waren wir doch, ne? Da. Ist hier vielleicht in Kingston irgendwas zum Jagen? Büffelaffe... Ich glaube, wir sollten vielleicht sollten wir mal dieses Stück einfach mal erkunden, um mal zu schauen, werden wir mal hier zu dem Adler gehen, wenn wir mal eine Markierung setzen, dass wir da mal so hier dieses Stück hier einfach mal abgrasen und dann mal gucken, ob vielleicht wir hier irgendwie ein Rotwild finden, um somit unsere Ausrüstung zu verbessern, sodass Edward ein bisschen mehr aushalten kann, weil ich bin doch relativ schnell gestorben in den letzten Missionen. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen schwieriger. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr Lust habt, dass ich Tomb Raider Let's Playe. Weil ich habe es jetzt wieder hier, Tomb Raider für die PlayStation 4. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mich mal anschreibt oder hier unter das Video postet. Oder einfach mal sagt, was ihr davon haltet. Ob es gut ist, was ich hier treibe. Ob ihr es langweilig findet. Oder weiß nicht, ob ihr mir gerne zuseht. Oh, hier ist eine Kiste. Nehmen wir die mal mit. Zack. Jawoll. 1 von 18 Truhen. Klettern wir mal hier rüber. So. Und ja. Ich würde sagen... Wir haben uns mal wieder eine Pause verdient und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut. Tschüss.